Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Alpaka von den 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alpaka von den 257ers, das Ganze am 3. Mai erschienen. So sieht das Ganze aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt sehr überrascht gewesen, als ich dieses Stück hier aus einem Karton geholt habe. Denn ich war der Meinung, und ich glaube, es wurde es auch im Internet, unter anderem auf Amazon und Co. angegeben und verkauft, dass man hier eine Box kauft. Ja, wie man hier sehen kann, sind wir von einer Box weit entfernt. Wir haben hier wie bei so einer Mode, bei so einer Kleidungsbestellung, so einen weißen Sack, so einen Kunststoff, so einen Plastiksack mit einem Sticker darauf. 257 lesen wir hier, 257ers, und aus der Alpaka Box ist eine Alpaka Limited Deluxe geworden. Gut, links und rechts haben wir diverse Alpakas, die hier so zierrahmenmäßig vorbeilaufen, und hier Mitte groß ein Barcode. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Wir werden das Ganze mal aufmachen. So. So, der Sack ist nun leer. Und wir haben hier scheinbar einen Turnbeutel, in dem sich der ganze Inhalt befindet. Dann werden wir auch diesen hier mal öffnen. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei, einen Sticker, die Bonus-EP, die GNU-EP, jede Menge weitere Sticker, das Album an sich, inklusive eines Patches. Ja, sonst ist hier nichts weiter drin in diesem Turmbeutel. Gut, dann packen wir die Sachen mal zur Seite. Und widmen uns wie immer als erstes den Tonträgern. Ah, die ist gar nicht eingeschweißt, okay. Aber das Album. So sieht das Ganze aus. Also Alpaka, das Album, kommt hier in einem regulären Jewel Case, und das Cover ist, wie man es von den 257ers kennt, recht wild gehalten. Auch sehr farbenfroh, da geht echt einiges ab, und zwar haben wir hier ein Alpaka, das steckt hier mit dem Kopf offenbar in so einem wassergefüllten Glas, eventuell in so einem Goldfischglas. Hat hier anscheinend auch etwas im Mund, also dürfte hier geraucht haben. Und aus seinem Kopf bohrt sich hier so ein Trichter oder so ein Fernglas raus. Und hier kommt dann der 257ers Schriftzug zum Vorschein. Dieses Alpaka ist scheinbar auch noch irgendwie festgekettet. Also es dürfte hier irgendwie eine Kette umgelegt haben. Und sitzt auch noch in einem Sportwagen. Ist zwar jetzt nicht genau ersichtlich. Wir haben hier vorne, sieht aus wie ein Affe oder wie so ein Alien, aber rein von der Front her und von den Scheinwerfern erinnert es mich sehr stark an einen Enzo Ferrari. Alpaka lesen wir hier, und auch auf der Seite haben wir diese zu sehen. 257ers Alpaka Selfmade Records. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe bis zum Ende damit gerechnet, dass man mit Alpaka noch ein Wortspiel macht, nämlich genau, ja, hier haben wir es. Ack, das berühmte Ack der 257ers, hätte ich mir gedacht, dass man dann Alpaka mit Doppel-K oder so schreibt. Haben sie nicht gemacht. Wir haben hier auf dem Album 13 Tracks drauf, Und wir haben hier ein Feature von Captain Jack und eines von Le Fly St. Pauli Tanzmusik. Also zwei sehr ungewöhnliche Features, ganz weit weg von dem Genre Rap. Und hier haben wir noch Executive Producer Alexis Troy, also der aktuelle Hausproduzent von Selfmade Records beziehungsweise auch den 257ers. Und was haben wir noch? Die Infos, die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es wurden schon diverse Tracks ausgekoppelt. Da konnte man sich ein Bild machen, wie es so auf dem Album zugehen wird, rein vom Sound her. Eine türkis- oder blaugrüne CD hier, 257ers Alpaka lesen wir hier. So sieht das aus. Da kommt auch wieder das Alpaka in diesem Goldfischglas zum Vorschein. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Selfmade Records, also einmal hier Social Media von Selfmade Records, dann die Credits zum Album. Oh, das sieht ja richtig schön aus, also zwei komplett verbogene, verschlungene Hände, die sich hier irgendwie, ja, sieht so aus, als würden irgendwie die Knöchel so knacksen. Was lesen wir hier? Eine Danksagung. Okay, also sie danken unter anderem Alpakas. Dann haben wir hier nochmal die Infos zum Album. Okay, wer hat das Ganze produziert? Und hier noch weitere Credits. Ja, also gar keine Fotos in diesem Booklet, sondern wirklich nur Illustrationen, hauptsächlich Alpakas. 257er ist ja seit geraumer Zeit nur noch zu zweit unterwegs, also Schnießen und Mike, da sich ja Keule vor dem Album Mikrokosmos vor einiger Zeit schon verabschiedet hat. Ich hoffe, sie finden auch mal wieder zusammen, dass sie wieder zu dritt unterwegs sind. Dann haben wir die Bonus-EP, die GNU-EP. Die wurde von den Jungs schon angekündigt, allerdings hatte man meines Wissens keine Info darüber, was sich darauf befindet. Das sieht aus wie so eine Kinderzeichnung eines ziemlich beleibten GNUs. 257er lesen wir hier GNU. Das Ganze ebenfalls in einem Jewel Case. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir 6 Tracks aufgelistet. Und wir haben auch noch ein Feature. Und zwar ist dieses Feature von Mehnersmoos. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, wer der oder die ist, sind. Man weiß es nicht. Und zum Abschluss haben wir hier dann auch Selfmade Records und 257ers. Allerdings keinen Barcode, denn das Ding gab es wirklich nur in dieser Deluxe Edition. Also nicht regulär zu kaufen. Dann schauen wir mal hinein. Okay, das Booklet ist sehr minimal gehalten. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass innen einfach weiß ist. Also wenn es sowas gibt, dann war das beschriftet. Und wenn es wirklich nur diese 2 Seiten sind, also hier Vor- und Rückseite, dann hat man das so mit einem Einleger gestaltet, aber ohne, dass man das daneben aufklappen konnte. Sehr interessante Lösung. Hier nochmal Social Media der 257ers. Dann kommen wir zu der CD, zu der Bonus-EP, zu der GNU-EP. Die sieht so aus, wie auch schon das Albumcover vom CD-Design. Und was lesen wir hier? Alle Texte. Okay, also auch nochmal hier die Info zu dieser GNU-EP. Wer ist da drauf? Wer hat daran mitgewirkt? Dann haben wir mit dabei ein Shirt, das ebenfalls noch in Folie ist. So. Und bei diesem Shirt haben wir es mit einem 257er Logo-Shirt zu tun. Hier lesen wir 257 in bunter Schrift, grün und orange, und diese orangen Teile, die man hier sehen kann. Ich glaube jetzt, ja, jetzt erkennt man es gut, sind Alpakas, die hier durchscheinen. Also der Name ist Programm. Das Shirt ist in so einem, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, also weiß, es sieht so ein bisschen cremefarben aus, also ein sehr ungewöhnlicher weiß-cremefarbiger Ton. Auf der Rückseite nichts, wir haben nur diesen Aufdruck auf der Brust Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle, und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir zu den letzten Inhalten. Und zwar haben wir hier einmal diverse Sticker und einen Patch. Erst die Sticker. Und zwar haben wir hier unfassbar viele quadratische 257er Sticker mit Social Media plus Website. Und das sind, wenn ich jetzt mal kurz durchzähle für euch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ups, sorry. Also 10 Mal gibt es diesen Sticker hier, quadratisch in schwarz und grün. Dann haben wir 2 Sticker in Kreisform, und der eine sieht so aus und der andere so. Recht ungewöhnliche Aufteilung, also dass man 3 Sticker macht und dann den einen eben 10 Mal und die anderen beiden nur einmal. Das hätte man auch anders lösen können, meiner Meinung nach. Einen Patch gibt es oben drauf, und zwar auch hier wieder ein Alpaka mit 257 Beschriftung zum Draufbügeln, zum Draufnähen, wo auch immer ihr möchtet. Und als letzten Boxinhalt haben wir einen Turnbeutel. So einen ganz klassischen Turnbeutel, wie wir sie schon oft in solchen Boxen und Deluxe-Varianten vorgefunden haben. Ein schlichter schwarzer Beutel mit 257 Schriftzug in weiß. Das Ganze mit diesen hellbraunen Schnüren hier. Hier unten entsprechend verknotet. Und dann kann man das Ganze hier natürlich entsprechend zuziehen, schließen. Und bei diesem Beutel haben wir es zu tun mit, das finden wir jetzt noch heraus, wenn wir denn einen Zettel haben. Jawohl, wir haben einen Zettel. Wir haben es hierbei zu tun mit einem Westford Mill, ethically produced, Beachfield Brands, okay, United Kingdom, und das Ganze ist 100% Baumwolle. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet, beziehungsweise Box, ja, in diesem Plastikbeutel, in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal der eben gezeigte Turnbeutel, dann das Shirt in der Größe L, die Sticker, 3 verschiedene Formate, einmal, zweimal und das hier 10 Mal, also insgesamt 12 Sticker an der Zahl, der Patch in Alpaka Form, die GNU-EP im Jewel Case mit insgesamt 6 Tracks. Und natürlich das Album 257ers Alpaka, ebenfalls im Jewel Case mit 13 Tracks, womit wir dann auf insgesamt 19 Tracks kommen. Es ist das 6. Album der 257ers. Ja, das alles in dieser Kunststoffverpackung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem, ja, Bundle? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die 257ers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.